Man ist hier schneller außer Atem. Er hat auch gerade gesagt, man soll langsam. Wo ist das beste Licht? Ich weiß es gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin schon mittendrin. Das ist das Video von unserer Rocky Mountains Tour. Das ist unser erster Stopp. Wir sind jetzt beim Horseshoe Park. Und hier ist ein kleiner Wasserfall. Und in den letzten zwei Monaten hat es durchweg geregnet in Colorado. Deswegen ist das Wasser auch sehr hoch. Und ich hoffe, man hört mich, obwohl es hier super windig ist. Wir sind jetzt bei 8500 Feet. Ich habe hier absolut null Empfang, deswegen kann ich leider nicht sagen, wie viel Meter das ist. Aber ich werde es hier einblenden. Ne? Der Tourguide hat auch gesagt, je höher wir fahren, desto mehr müssen wir trinken, weil die Luft dünner wird und mit dem Atemausstoß, sagt man das so, ja. Verliert der Körper Feuchtigkeit. Und damit wir nicht dehydrieren, müssen wir ganz, ganz viel trinken. Und ja, meistens empfehlen sie auch, dass man schon ein, zwei Tage vorher in Denver ist, damit man sich an den Höhenunterschied oder auch an die Luft gewöhnen kann. Ja, wir sind gestern angekommen, aber jedenfalls, heute haben wir die Rocky Mountains Tour. Wir springen gleich rein. Wir machen das so. Zu fragen, ob wir ein Foto. Trinken ist wichtig, ne? Wir wollen hier nicht dehydrieren, wir wollen nicht umkippen. Tschüss! Feet. Und ich merke schon den Druck auf den Ohren. Ja, und es ist in den 60s hier. Da unten war es in den 90s. Wir haben uns jetzt mal unsere Pullover angezogen, weil mit jedem 1000 Feet, glaube ich, hat er gesagt, wird es 4 Grad kälter. Ja, so ist das. Oh. Any water that falls on the west side goes to the Pacific. Any water that falls on the east side will eventually go to the Atlantic. Feet. Und die Luft wird dünner, aber wir können immer noch atmen. So. Dafür habe ich jetzt nicht gepackt. Auf dem Po. Ich mache hier ein Foto. Oh, es ist Juni und wir gehen im Schnee. Not a great choice. Chacos were not a great choice. I saw that and I was like, oh. Man ist ja auch schneller außer Atem. Unser Tourguide hat auch gerade gesagt, wir sollen langsam machen, weil
Also es anfängt wie ein Käfer zu pumpen, ne? Wie geht das deutsche Strich? Und der Schwanz. Hallo Leute, ich melde mich auch mal. Wir sind hier jetzt beim Museum da. Da ist, hier ist ein Café drin und Souvenirshop. Es fängt schon an. Ich rede ein bisschen und bin schon außer Atem. Und das ist der Stairway to Heaven. Das da. Wir werden vermutlich nicht schaffen, das also zeitlich hochzulaufen. Und unser Tourguide hat auch gesagt, wir sollen uns theoretisch Zeit lassen, aber wir haben nur noch 30 Minuten, weil wir Mittag gegessen haben und alles so. Und die Luft ist viel dünner hier, das heißt, wenn ich jetzt viel rede, dann geht mir die Luft aus. Deswegen muss ich bewusst Luft holen. Also ich glaube nicht, dass wir das nach ganz oben schaffen. Wir wollen ja nicht umkippen oder so. Aber ja, das ist der Way to Heaven. Gleich wieder unten und ist auch nicht mehr gewinnt. One hour later. Das hätte ich alles filmen müssen hier, die Geschichte muss ich nachher nochmal erzählen von der Kamera. Und die Bilder sind auch mal zum Leben. Sag nicht, da sind die Inder drin. Stanley Hotel. Dieses Hotel war Inspiration für Stephen King, für sein Buch The Shining und den Film. Ja. Wir sind jetzt hier im vierten Stock, wo es angeblich spuken soll.
Die Story ist, dass er im Oktober mit seiner Frau hier ganz alleine übernachtet hat. Und das ist, in den Wintermonaten wird der Rocky Mountains Park und das Hotel geschlossen. Da war keine Elektrizität, nichts hier. Sogar das Personal ist dann damals nach Hause gefahren. Und dann war Stephen King hier ganz alleine. Sie hat einen Elektroschock bekommen. That's the ghost. Jedenfalls Stephen King und seine Frau sind hier geblieben über Nacht. Selbst das Personal ist nach Hause gefahren. Die haben Feuerholz hier gelassen. Meint so, wir sehen euch morgen. In der Nacht bevor er ins Bett gegangen ist, hat Stephen King erstmal irgendwie eine Party unten gehört, aber kann nicht gewesen sein, weil das Personal war schon zu Hause. Und dann sind die ins Bett und er hat einen Albtraum, dass eine Schlange, eine Python, seine Tochter in den Schrank gezogen hat. Es war ein Albtraum. Er ist aufgewacht, hat gesagt, das war einer der realsten Albträume, den er jemals hatte. Und so, dann war es 2 Uhr nachts, da hat er sich eine Zigarette angezündet, er hat eine geraucht, aus dem Fenster geguckt. Und dann hat er wieder diese Party gehört, aber war ja niemand, ne? Das ist ja der Clou. Das habe ich ja schon so oft erzählt, aber... Und... Was war das, die Inspiration? Ja, das war die Inspiration. Verlassenes Hotel in den Bergen. Für sein Buch Shining. Ja. Für sein Buch Shining. Und das sind wir jetzt. Und die andere, die gerade den Aufzug rufen wollte, hat gerade einen Elektroschock bekommen. Also ich fasse nicht den Knopf an. Ganz genau. Wer weiß, was das war.